Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, der Devil of Tanks, und willkommen zu einer weiteren Runde. Gutes Match Replay. Diesmal mit dem E75. Jo, ich habe mal wieder rausgefahren. Und ja, ein erstes Match habe ich mit dem gespielt und das erste Match war gleich im Bar. Und ja, aber bevor wir hier über das Match reden, lasse ich mal das Match so laufen in der festen Kameraansicht. Und ja, ich erzähle mal erstmal, was so heute ist. Und zwar heute um 20 Uhr, wenn ich das Video hochlade, dann heute noch um 20 Uhr ist Livestream auf Twitch TV. Ich schreibe es dann in die Beschreibung. Ich werde einen Los kurzen geht's. Stream testen, so eine Stunde, eineinhalb Stunden streamen. Mal sehen, wie es so läuft. Ja, vielleicht könnt ihr dann kommen. Es ist ja immerhin Samstag heute und ich glaube nicht, dass irgendwie Leute am Samstag arbeiten oder so. Aber naja. 20 Uhr ist ja auch schon am Abend, also vielleicht seid ihr dann auch alle home und dann könnt ihr es anschauen. Und ja, das wollte ich mal machen und das mache ich dann mit Mr. Ganschen. Wir spielen zusammen WoT und ja, ihr könnt dann natürlich Fragen stellen und so weiter, wenn ihr wollt. Und jo, jetzt geht es aber eigentlich um das Replay. Und jo, wir spielen mit dem E75. Wir fahren natürlich auf der geilsten Map ever, Himmelsdorf. Ich liebe diese Map. Besonders im Winter sieht sie auch geil aus. Und jo. Wir fahren hier hoch den Berg, versuchen jetzt erstmal ja ganz lässig hochzukommen. Das Geilste ist ja die Turmpanzerung von dem Panzer, also ne, kommt keiner durch, außer in den halt vorderen Bereich, also in den oberen Turm, in den Kommandoturm statt Nippel. Aber ich sag Nippel, Nippel ist cooler. Und jo, wie ihr seht, haben die Gegner auf einmal richtig viele Leute hier und ich habe nur 1920 Leben, also ich muss es mir echt gut aufbewahren hier. Und der erste Gegner, der mir hier entgegenkommt, ist der wir werden da 1056 Leben, das ist der KV Bier. Und da gebe ich natürlich mal 572 Damage raus und dann versuche ich natürlich gegen mich der Teil anzulegen und also der T54E1 und der KV4, aber der KV4 kann ich mal. Ja, dann schieße ich dem noch eine rein. 465, da hat er noch weniger Leben und er versucht natürlich bei mir wieder anzuschießen, aber er kältet mich nur. Denke mir so, gut, alles läuft, alles läuft. Aber da ist schon ein IS-7 angerollt und ich so, oh, IS-7 ist schon krasse Sache. So, jetzt habe ich dem KV-4 auf den letzten Damage gegeben, weil jetzt kommt auch der IS-7 raus, aber da kommt der E-100 von mir und macht natürlich voll die Scheiße, ne? Ich mir so, okay, wieso machst du deine Scheiße, E-100? Verkackst nicht. Wie ihr seht, steht 1 zu 4. Ich so, nein, das sieht nicht gut aus, das sieht echt nicht gut aus. Ich habe keinen Bock zu schießen, ich ziehe mich zurück, ich ziehe mich zurück. Ich ziehe mich immer noch zurück, weil ich nicht treffen würde. Ich weiß, wohin ich schießen müsste, auf den Nippel halt, aber da kommt der Brite und ich treffe ihn nicht. Ich so, scheiße, wieso jetzt? Und da kommen die ja hoch und von hinten gucke ich so und da gucke ich so, oh mein Gott, 1-5 und das wird schlimm und schlimm. Nicht mehr so gut. Entweder muss ich jetzt offensiver spielen und ich muss dem E-100 helfen, weil sonst wird es ihm schlecht gehen. Ich ziele da, ich versuche da irgendwas rauszumachen, aber da verpieselt sich wieder. So richtig, richtig starker Angriff. Dann kommt der der IS-7 und ich fahre natürlich seitlich raus auf ihn und dann trifft er mich natürlich. Ich so, scheiße, scheiße, okay, hinter mir war einer, der hat mich ein bisschen geblockt, so gut, stört mich nicht. Hab beim IS-7 natürlich auch ein bisschen Damage gemacht, vorsichtig geschossen und so. Bam, ein Kollege ist von uns geplatzt. Solange der IS-7 nachlädt, gebe ich ihm 448 Damage. Und lade mal wieder nach, ne, Ladezeit von dem Panzer ist halt ein bisschen kacke lange. Aber egal, er hat halt richtig geilen Vorteile. Und zwar, er kann rammen und rammen ist halt seine Stärke, ne. Sein Gewicht und so. Dann gehe ich mal auf den hier und schieße einfach mal so, ohne irgendwie in die, ja, halt in Zoom-Ansicht reinzugehen. Und knall ihn einfach einer rein. Das sind noch drei Gegner, beide One-Shots für mich zumindest. Auf jeden Fall ist der eine ist gestorben, der IS-8 und der IS-7 ist mir noch da. Ich habe dem IS-7 jetzt 532 Damage gemacht und er hat mir nur die Kette getroffen. Ich dachte mir, gut, das wird jetzt echt schwer, weil die Gegner da unten sind schon durchgekommen und die werden jetzt gleich von hinten kommen, ne? Und ich so, gut, der E-100, dem geht's noch prächtig und die helfe ich dir. Ich lasse mir Zeit, schieß nochmal 543 Damage, das fühlt sich so geil an, wenn man so viel Damage bei einem 10er macht. Was natürlich scheiße ist, dass der IS-7 nicht so viel aushält. Ich wollte gerade unter ihm durchschießen, aber das passt nicht. Da geht der E-100 und ja. Ich treffe ihn nicht, aber E-100 trefft ihn, weil ich ein bisschen zu früh geschossen. Wie ihr seht, geht der Gegner gerade von unten hoch und das ist nicht cool. Ich so, ja gut, ich fahre mal von hinten und schieße nochmal dem hier einmal in den Arsch. Schön vorsichtig. Bam und ramme ihn nochmal. Bam und
Jo, ich zünde ihn an und töte ihn dazu. Sehr schön. Das war mein erster Kill. Und natürlich kommen jetzt von hinten drei Gegner. Und das wird richtig krass. Denn gut, ich habe noch Leben, ich kann mich verteidigen und so. Auf einmal habe ich kein Leben mehr, ne? Sowas passiert, weil der Objekt 704 da unten steht und an einem Cappen ist. Und ich wurde natürlich gesehen. Noch. Wieso scheiße, jetzt muss ich mir ja noch vorsichtiger spielen. Hatte so einen Ausraster und so, aber. Ich so, okay, ich bleib mal ruhig und ruhig. Dann fahr ich, dann sehe ich so, der KV-4 müsste sich mal. Warte, wer war das bei mir? Ja, doch, der KV-4 müsste da eigentlich zurückkommen, weil ich gerade echt Probleme habe. So, ich sehe, da kommt gerade das Scout hoch. Ich habe gerade ein Damage gemacht. Da ist der IS-8. Das ist meine letzte Hoffnung, halt hier noch so zu helfen. Ich fahre hier so richtig riskant raus, weil ich so seitlich rausfahre und da sehe ich nichts. Und dann versuche ich natürlich gegen den IS-8 anzutreten. Auf einmal sehe ich den hier. Bam, Munitionstreffer bei mir. Ich so, nein, nicht nochmal. Ich darf mich nicht nochmal so hinstellen. Das heißt, ich drehe mich so um. Korpus spielen jetzt. Drehe mich hinter und fertig. Jetzt können bei mir kein Gegner was machen. Ja, ich lade natürlich noch nach und treffe ihn nicht. Ich so, nein, was für ein Scheiß. Ich bin ja schon sozusagen. Also, er könnte mich mit einem Schuss anzünden und dann würde ich halt schon sofort wie tot sein. So, der IS-8 fährt noch. Ich habe mich von meinem Schatten einblenden lassen, weil er so aussah, als würde hinter mir noch ein Kumpel sein. Aber ich so völlig wurscht. Ich bin One-Shots für beide. Ich schaue so, aha, da ist einer. Na, ich sehe nicht. Ich so, egal. Drei One-Shots. Was mache ich? Ich warte und warte und dann stelle ich mich so ein bisschen mit Korpus hin. Dann lenkt er sich ein bisschen ab. Wieder Korpus. Nein, er hat auf mich geschaut. Ich war ein bisschen kacke gewinkelt zu ihm. Bäm, er kommt hoch und treffe nicht. Ich treffe wieder nicht. Ich so, nein. Was für eine Scheiße. Die Genauigkeit von den deutschen Panzern ist doch übelst geil. Auf einmal merke ich, der IS-8 ist geplatzt. Aha, aber da kommt der KV-4 hoch. Und der KV-4 macht viel voll auf dumm spielen und so, aber dafür stellt er sich gut hin. Und beide treffen nicht und ich fahre ganz geschickt raus und vernichte ihn endlich. Hat ja nicht lange gedauert. Der E-100 hat auf jeden Fall schon Gutes geleistet, hat 5 Kills gemacht und so. Alles sind sehr stolz auf ihn. Und ja, da ist der IS-3 und ich so, ja gut, ich scheiße es auf dich, ich fahre einfach. Und statt auf dich zu schießen, ramme ich dich einfach weg, weil du bist kein Gegner für mich. Hatte keinen Bock, meine Munition für ihn zu verschwenden. Verreck einfach. Keine Ratte. Einfach gleich gerammt. Ich habe nur minimals verloren Leben, also ist wurscht. Ja, und die anderen freuen sich halt für den 100, weil er echt gute Sachen gerissen hat. Und ja, das war's eigentlich schon, weil der T-54 da hinten wird jetzt auch sterben. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Damage gemacht und ja, das war auch das gutes Match Replay. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt kommen die Ergebnisse. Ansonsten sehen wir uns morgen bei einem neuen guten Match Replay. Ciao.